Hallo meine Lieben, hier sind wir lieben Tetris, bezwischen heute nur Ginny. Heute stelle ich euch, bezwischen eigentlich Let's Play für euch, Pokémon, die Feuerrote Edition. Ja. Ich spiele es auf dem Emulator, falls es euch interessiert. Falls ihr euch fragt, welches Programm ich benutze, ihr könnt mich ruhig fragen. Schickt uns einfach eine E-Mail. So, gucken wir doch mal. Feuerrot. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert, aber mal auf gut Glück. Nein, X ist es. Ah, Y, okay. Ja, ich habe zwar schon angefangen, aber machen wir ein neues Spiel. Ach, ich komme echt nicht mit der Steuerung mehr klar. Ah, okay, ich hab's drauf. Ja, Ja. Das interessiert mich eigentlich nicht, weil ich schon seit ein bisschen mehr als 10 Jahren Pokémon spiele, also ja. Ich denke mal, ihr kennt alle die Story von Pokémon, oder? Da ist so ein kleiner Kerl. Ach, naja. Hallo! Herzlich willkommen in der Welt von Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Und wie andere nennt man auch Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Wow, jetzt kam gerade ein Nidoran weiblich. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Stellt euch vor, ihr würdet mit eurem Hund rausgehen und Leute bekämpfen. Irgendwie cool, oder? Ja. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ich bin ein Mädchen. Gott sei Dank, ich bin beknackt aus. Wie lautet dein Name? Ginny, weil wir im Tetris passt nicht rein, also nehmen wir Ginny. Wo ist Select? Ich habe Angst, es auf Start zu drücken, deswegen... Okay, Okay, Leertaste ist Select, merke ich mir. Und Enter ist Start. Okay, gebockt. Ja. Genau, dein Name ist also Ginny. Genau. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Du hast den Namen von deinem Enkel vergessen? Ja, das kommt ab und zu vor. Nennen wir ihn doch... Tina. Ja, Tina passt jetzt nicht, weil ein Kerl ist. Nennen wir ihn also Tino. Tino. Ich hab's nicht so mit dem Namen Gary irgendwie so. War es Tino? Ja. Tino, stimmt. Das lag mir auf der Zunge. Ich vergesse nur ab und zu die Namen meiner Enkel. Ja. Ginny, Professor Eich. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. In der Tat. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und ich schrumpfe. Ach ja, Grafik von von Game Boy Advance. Ich wollte früher immer Pokémon Feuerrot oder Blattgrün haben, hab's aber nie bekommen. Gucken wir uns mal ein bisschen im Zimmer um. Ginny spielt NES. Tut sie nicht? Die Reise kann beginnen. Ich spiele nicht NES. Naja, kann ich meinen Fernseher an? Ja. Fernseher? Nein. Habe ich Bücher? Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Wenn ich mein Regal anschaue, sehe ich irgendwie hauptsächlich Mittelalterbücher und Mangas. Naja. Das ist eine schön gefertigte Anrichte. Es passen eine Menge Sachen hinein. Dann will ich auch ein paar reinmachen. Halt nicht. Ginny schaltet den PC ein. Wow, ein Röhrenmonitor. Was willst du tun? Tun, meine ich. Hier ist kein Brief. Habe ich ein Item? Oh, ein Trank. Geil. Was willst du tun? Ausschalten. Kann ich ins Bett rein? Guck mal, ich bin im Bett. Sieht irgendwie pervers aus, oder? Naja, vielleicht gucken es ja Kinder an. Also ich lasse es lieber. Ah, hier ist ein Schildchen. Eine Nachricht. Wenn du nicht weiter weißt, rufe das Hilfemenü durch Drücken der L- oder R-Taste auf. Wie habe ich die L- und R-Tasten gemacht? Q, W... Servus. Bin das Hilfemenü. Rufe mich auf, wann und wo du immer möchtest. Jetzt bräuchte ich Tina, weil sie könnte bayerisch reden. Drücke dazu einfach die L- bzw. R-Taste. Meine Hilfe richtet sich nach der Situation, also solltest du
oft nachsehen. Was soll ich in dieser Situation tun? Ich kann mein Zimmer nicht verlassen. Vor der Treppe und dem Ausgang eines Gebäudes ein roter Abstreifer. Bewege die Spielfigur darauf und drücke Kreuz in Richtung der Treppe bzw. des Ausgangs, um fortzufahren. Ja, ja. So ging es mir beim ersten Pokémon-Spiel, das ich hatte. Ich kam nicht raus. Ja, hallo Mutter. Genau! Jedes Mädchen träumt von Reisen. Das sieht man im Fernsehen. Oh ja, Professor Eich von nebenan hat nach dir gesucht. Ach echt? Okay, meine Mutter hat eigentlich einen chinesischen Akzent und sagt nur sowas wie, kann sie dein Zimmer nicht aufräumen? Es läuft ein Film-TV. Ein bezopftes Mädchen läuft einen gelben Steinweg entlang. Ich breche auch besser auf. Was guckt meine Mutter für Sachen? Die Teller sind ordentlich aufgeräumt. Es riecht lecker, jemand muss hier gekocht haben. Mutter? Wieso riecht es beim Waschbecken lecker? Wo ist eigentlich das Bad? Naja, gehen wir doch mal raus. Alabastia. Hier wohnt Tino. Und jetzt, oh, was ist das für ein Mädchen? Die habe ich noch nie gesehen. Ist das richtig? Oh, sieh nur. Stimmt. Wie auch immer. Hallo. Hallo. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items in Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Boah, nee, sag bloß. Das kann man schon seit über 10 Jahren. Ach echt? Ja. Nein, wann kam Pokémon raus? Ich glaube, es kam doch 94 raus, oder? Da bin ich geboren worden. Also bist du doch schon 17 Jahre alt oder bald 18. Ja. Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Ja, schön für dich. Professor Eich ist eine Kapazität auf dem Gebiet der Pokémon. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Und wer bist du? Du hast keinen Arztkittel an. Ich bin Ja, du bist auch so ein Assistent-Futz. Hallo, Tino. Tino. Hallo, Ginny. Opa ist gerade nicht da. Das sehe ich auch. Pokéball. Pokédex. Aber eigentlich doch... Das sieht doch gar nicht aus wie ein Lexikon. Naja. Gehen wir halt Poké-Professor suchen. Warte, geh nicht raus. Was? Geh nicht raus, das ist ein Monster von Silent Hill. Moment, das war der falsche Film. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Oh! Ich sehe gerade, meine Maus ist die ganze Zeit im Bildschirm gewesen. Tut mir leid. Wirklich. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu beschützen. Zu schützen, meinte ich. Komm, folge mir. Aha, aha. Ja, lass mich einfach stehen. Hey, Tino. Opa, will ich länger warten? Tino? Lass mich nachdenken. Ah, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Ginny. Dort liegen 3 Pokémon. Ist gut, Opa. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Da hatten wir noch keine Pokébälle. Da haben wir einfach einen Stein genommen und ihn ausgehöhlt. Was? Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur 3 Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Halt! Opa, was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Tino. Ich will aber nicht. Dann geh nach Hause. Oh. Auch du sollst eins bekommen. Gut, jetzt ist die Frage, die Qual der Wahl, welches Pokémon nehme. Bisasam. Nein. Shiggy. Nein. Überlegen wir doch mal, was ist... Ja, Wasser-Pokémon gibt es eigentlich ziemlich gute, finde ich. Pflanzen-Pokémon gibt es eigentlich nicht so coole, eigentlich. Glumanda, da hatten wir es ein bisschen doof am Anfang. Aber es ist so cool. Ach, nehmen wir Glumanda. Ah, Glumanda soll es sein. Trainiere es geduldig. Naja. Ja, ich möchte das Feuer-Pokémon Glumanda. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen.
Ginny hält Glumanda. Ginny und Glumanda, versteht ihr? Ja, geben wir Glumanda einen Spitznamen. Es ist weiblich? Ich habe ein weibliches Glumanda? Oh, ernsthaft? Wie soll ich es nennen? Frikadella? Lisbeth? Glumi? Mandaline? Caroline? Ich nenn's Lotte. Ja, voll der epische Name für einen Glurak später. Egal. Lotte. Lotte. Ich mag den Namen. Dann nehme ich. Ich nenne dieses hier. Tino erhält Chicky. Ja. Noch was? Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Naja, okay, tschüss. Warte, Ginny! Lass uns unsere Pokémon testen! Komm schon, ich fordere dich heraus! Was? Gut. So, unser erster Pokémon-Kampf. Auf geht's! Dum-dum-dum. Rivale Tino. Shiggy wird von Rivale Tino in den Kampf geschickt. Piu-piu. Los, Lotte! Um Himmels Willen! Aufdringlich wie immer! Ginny! Dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Nein, ich hatte davor schon ein Pokémon, so wie alle Kinder. Was? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Ach, sag bloß! Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf 0, O, wie auch immer, bringt, gewinnt. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selber deine Erfahrungen machen. Kämpfe und lerne! It's good for you. Ja, ja, Kratzer. Piu, piu. Den Gegner Schaden zufügen ist der Schlüssel zum Sieg. Ach, echt? Shiggy setzt Routenschlag ein. Ja, Verteidigung sinkt. Nochmal Kratzer. Heuler bringt meiner Meinung nach nicht viel. Auswirken des Routenschlags wäre es schon ziemlich episch. Aber es sieht so aus, als ob wir gewinnen. Oder auch nicht. Wer weiß. Shiggy setzt Tackle ein. Und wir haben gewonnen. Like a Boss. Shiggy wurde besiegt. Lotte erhält 70 Punkte. Gott, die Musik ist echt schrottig. Ja, ja. Lotte reicht es. Spieler besiegt Rivale Tino. Like a Boss. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Opa, kann ich ein neues haben? Nein. Warum nicht? Jetzt hast du schon aufgemacht. Du hast die Folie weggemacht. Oh. Grandios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpf gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Okay, hätte ich noch meinen Hund, würde ich jetzt rausgehen, bei meinem Nachbar klingeln, den Hund gegen sie werfen und will dann ihr Taschengeld. Geil. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Ginny, Opa. Wir sehen uns später. Ja, das war unser erster Pokémon-Kampf. Wir haben jetzt schon wieder mal fast eine Viertelstunde um. Und, ja. Lotte und ich freuen uns darauf, euch im nächsten Part wiederzusehen. Ach, natürlich erstmal, bevor ich irgendwas weiter laber, sichere ich erstmal natürlich. Achtung, ja. Ja. Jaha. Ach, egal. Also, man sieht sich im nächsten Part, Leute.